Der Pascal wird langsam flach, du. Ja. Der brennt wie ein Kernkraftwerk. Hier, ein Kilo zu viel. Guten Morgen. Good morning. Wir haben jetzt Freitag, es haben jetzt 8 Uhr. Viertel nach 8, ja. Viertel nach 8. Yuki haben wir gerade abgeliefert. Genau. Und Formcheck ist erledigt. Und jetzt gibt es mal was zum Frühstück. Bist du zufrieden mit der Form? Ja, hat nochmal gut angezogen. Carbs sind schon rein. Gewicht ist nicht mehr geworden. Und ja, deswegen gibt es jetzt Frühstück. Verrätst du nicht, was du wiegst? Nö. Und bei mir gibt es von den Mahlzeiten, die ich schon alle vorbereitet habe. Reis mit Hähnchen, dazu noch Banane. Boah, das stinkt. Zimt. Das stinkt auch. Ey. Ja. Willst du mal den Kühlschrank zeigen? Mhm. Wow. Für wann ist das? Nein. Das ist für heute. Und das ist für morgen. Wahnsinn. Und wo ist mein Meal Prep? Ja. Chicken und Reis. Mehr kriegst du nicht. Mehr braucht man nicht als anständiger Bodybuilder. Ja. Ja, ich bin irgendwie wieder auf Haferflockentrip. Richtig geiles Mehrkomponenten. Chocolate. Ja, genau, das ist das, was so ein bisschen dickflüssiger wird. Und das ist echt richtig schön cremig, ne? Ja. So, jetzt gibt es mein leckeres Frühstück. Heute gibt es, ich glaube, 500 Gramm Kohlenhydrate. Also 500 Gramm Reis. Gibt es noch Bananen, Ananas, Nussmus, Chicken. Ein bisschen Protein auch noch mit reinkommen. Ja, jetzt wird weiterhin aufgeladen und genossen. So, jetzt haben wir mal schön alles eingepackt. Wasser habe ich noch. Gibt noch ein paar extra Reiswaffeln laut Coach. Und ja, schön weiter fleißig laden. Jetzt geht's ab zum Friseur, damit ich auch ein bisschen hübsch aussehe. Und dann geht's los nach Friedberg. Hallöchen Leute, mal eine kleine Zwischenmeldung von mir. Wir lassen mal das Auto vorbeifahren. Ich bin jetzt hier gerade in der Stadt von Darmstadt, beziehungsweise latsche gerade in die Stadt. Pascal ist jetzt beim Friseur, macht sich noch die Haare frisch. Und ich werde jetzt noch ein paar Kleinigkeiten besorgen, die wir für das Wochenende noch brauchen. Zum Beispiel in der Apotheke einen kleinen Darmeinlauf. Empfehle ich auch Athleten, die viel Carbs laden müssen, weil oft im entwässernden Zustand die Verdauung nicht mehr so mega gut ist. Einfach sicher ist sicher, falls man nicht auf die Toilette kann und man nicht mit einem Ranzen auf der Bühne stehen möchte, da einfach ja, am Morgen vor Wettkampf einen kleinen Einlauf zu machen. Ist halb so wild. Genau, und was ich noch jedem empfehlen kann, vielleicht auch die, die jetzt ihre ersten Wettkämpfe bestreiten, besorgt euch Elotrans, also Elektrolytlösung in der Apotheke, für direkt nach dem Wettkampf, weil euer Körper wird es euch danken, ihr seid komplett ausgezehrt, ihr habt keinerlei Mineralien oder
sämtliches im Körper, wenn ihr entwässert seid. Und um das eben ziemlich zügig wieder aufzufüllen, empfehle ich eben diese Elektrolytlösung. Das ist echt super, super praktisch, kostet nicht viel und ihr habt wirklich eine schnelle Lösung. Jetzt bin ich etwas überbelichtet, aber ich freue mich natürlich über das gute Wetter. Wir haben jetzt 4 Stunden Fahrt vor uns. Das wird auch interessant. Und ich keuche wie so eine alte Frau. Aber es geht auch bergauf. So, ich gehe jetzt schnell in die Stadt. So, das hier ist jetzt meine Aldi-Ausbeute. Ich kaufe Reiswaffeln grundsätzlich am liebsten beim Aldi. Und ich zeige euch auch warum. Diese Reiswaffeln hier bestehen aus Reis, wer hätte es gedacht? Nein, doch. Sonst ist nichts drin. Und hier hat 100 Gramm 0,6 Gramm Fett, 86 Gramm Kohlenhydrate. Und jetzt zeige ich euch mal hier andere Reiswaffeln mit Vollkornreis. Das ist nämlich das erste. Die vom Aldi sind aus weißem Reis. Hier und das hier hat auf 100 Gramm 3 Gramm Fett. Das bedeutet halt wirklich und auch weniger Carbs. Wenn ihr jetzt 3 Päckchen Reiswaffeln essen wollt, habt ihr also schon irgendwie 10 Gramm Fett. Und wenn ihr zum Beispiel jetzt nicht so viel Fett essen dürft oder so, geht das halt, also es fällt halt schon ins Gewicht, finde ich gerade bei Fetten, dass da auch wenige Gramm schon was ausmachen können. Deswegen kleiner Tipp, immer hier Reiswaffeln aus, also es müssen nicht die vom Aldi sein, aber welche aus 100% weißem Reis und keinem Sesam oder so, weil so habt ihr halt wirklich deutlich, deutlich weniger Fett. Ich habe mir Mikrolachs gekauft, da sind jetzt 4 so kleine Einläufe drin. und hier habe ich noch was besorgt, das sieht jetzt irgendwie gefährlich aus. Das ist Elotrans, da sind so ein paar kleine Tütchen mit Elektrolytlösung drin für nach dem Wettkampf. Genau, und jetzt machen wir uns mal auf die Reise. Ankunftszeit 14:30. Let's go! Schön. Gefällt mir richtig gut. Hier ist dahinter noch eine Glotze. Dann würde beim Fernsehen gucken. Oh, hier kann man. Sehr gut, Schatz. Falsche Richtung, glaube ich. Hier kann man mal ein paar Nächte bleiben sogar, ne? Ja. Wir haben jetzt natürlich nur eine gebucht. Wir haben schon gesagt, wir gehen auf die Wiesen. Noch eine Nacht buchen. Schönes Bett. Guter Cozy Spot. Und ein kleines Bad. Am Arsch. Ja, 4 Stunden Fahrt. 4 Stunden Fahrt. Machst du erstmal ein Nickerchen? Ja. So Leute, ich bin platt. Ich habe mir jetzt aber hier was zu essen gemacht. Und zwar gibt es bei mir jetzt einmal, sieht man das? Orientalische Rinderball von Fit Taste. Also ich finde halt die Glasgerichte echt super praktisch, hat jetzt knapp 300 Kalorien, es hat wenig Kohlenhydrate, das heißt, man könnte sich jetzt, wenn man möchte, noch Carbs dazu machen und es hat auch nur 6 Gramm Fett, deswegen habe ich mir jetzt hier noch Erdnussbutter drüber gemacht. Zu Hause hätte ich vielleicht Olivenöl genommen, aber hatten wir jetzt nicht dabei. Das lasse ich mir jetzt schmecken, eine schöne warme Mahlzeit für unterwegs, es muss nicht gekühlt werden, das ist ja im Glas und ja, deshalb einfach mega praktisch für so Ausflüge. Guten Appetit! So, bisschen gechillt, nochmal ein bisschen was gegessen, jetzt gehen wir nochmal in Rewe, gucken, was wir noch essen können. Nachher gibt es noch Burger, wie gesagt, und eigentlich will ich mir hier noch ein Eis raussuchen. Ein Ben & Jerry's. Aber welches nehme ich wohl? Mal gucken, was es hier gibt. Guck mal, das mit diesen
Tony's Chocolate. Geil. Hast du das schon mal probiert? Nö. Ich glaube, das wird's sein heute. Das würde mich auch interessieren. Was ist denn eure Lieblingssorte? Was könnt ihr denn empfehlen? Also für mich ist, geht eigentlich immer Ach Leute, so, ich habe hier den Herrn jetzt auch noch mal überredet, außer den Rewe nur ein paar Schritte zu machen. Bewegung tut auch mal ganz gut, ja, so am Tag vom Wettkampf. Ja. Carbs. Genau, deswegen zwinge ich den Kerl jetzt einfach ein bisschen zur Bewegung. Kleines Ründchen, ne? Ab und zu immer mal ein paar Steps. Außerdem brauche ich auch noch ein paar Steps hier. Den dicken Arsch ein bisschen ausführen. Und ja. Wir machen gleich das Q&A. Ihr habt ja fleißig Fragen gestellt und den werden wir uns dann heute widmen. Und der Farbe. Das machen wir währenddessen. Geil, oder? Die sehen ein bisschen matschig aus. Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So, hier ist mein leckeres Eis. Dazu gibt's. Wer kennt es nicht? As always. King of Queens. Das wievielte Mal ist das, dass wir King of Queens gucken? Das dritte Mal auf jeden Fall. Das kann man dann immer nebenher gucken. Und? Wie ist der Puls? Noch normal? Noch normal. Mal gucken, ob er noch hochgeht. Geiles Feeling. Nach so einer langen Zeit mal wieder da. Wie lange hast du jetzt eigentlich gecheatet in der Club? Ich hab keinen Cheat. Keinen einzigen. Dafür jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt auch gut geschlafen. Ihr seht das ja eher in einem Stück. Wir haben gut geschlafen. Das ist jetzt Wettkampftag, 7.30 Uhr. Ich habe mir einen Kaffee geklaut am Frühstück. Mein Spaß, ich habe dafür 3,80 Euro bezahlt. Das kann man absolut nicht geklaut nennen. Ich warte jetzt, bis Pascal im Bad fertig ist. Dann werde ich mir die Form anschauen. Wir werden seinen Coach natürlich auch nochmal in Form Jack schicken und nochmal Farbe machen. Und dann wird weiter gegessen. Der Arme war gestern echt voll. Aber das kriegen wir schon hin. Wir müssen ja schön voll werden. Mein Oatmeal hat eben schon geklingelt in der Mikrowelle. Das muss ich jetzt mal umrühren. Bei mir gibt es Haferflocken ganz normal mit mehr Komponentenprotein, wie ihr das zuvor gesehen habt. Das ist in diesem Video am Anfang. Genauso mache ich das hier auch. Wir werden jetzt erstmal warten, bis Pascal rauskommt. Guten Morgen. Guten Morgen zusammen. Ja, die Nacht war eigentlich ganz gut. Habe eigentlich gut geschlafen, war 2-3 Mal auf dem Klo, also ist gut was rausgegangen. Ja, ist okay. Alter. Und ja, fühle mich gut. Durst habe ich, aber ist normal, seit gestern um 20 Uhr nichts mehr getrunken. Ich denke jetzt ein bisschen
Posing, nochmal eine Farbe, also eine Schichtfarbe drauf und dann gibt es auch mal noch eine Mahlzeit, ne? Ja, Formcheck gerade geschickt. Jetzt mal gucken, was der Coach sagt. So, nehmen wir erstmal den Bändel in die Erdnussbutter. Jetzt erzähle mal, was wir gerade gemacht haben. So, jetzt haben wir die letzte Schicht Farbe gemacht. Die Hände sind jetzt auch farbig. Posing sind wir nochmal durchgegangen. Gewicht. Ja. Gewicht, Waage habe ich natürlich vergessen. Ganz gut, wenn man ein Gewichtslimit hat. Aber wir haben ja hier direkt ein Fitnessstudio, das Jumpers Fitness. Und da gab es eine Waage und da konnte ich mich kurz wiegen. Und ja, passt, ich darf essen. Ein Kilo zu viel. Jetzt gibt es Reis, Hähnchen, Banane, Erdnussmus. Das leitet mir jetzt mal schmecken. So Leute, auch ich habe mich jetzt mal in Schale geschmissen. Aha, da kommt er ja. Haben wir es jetzt, ja? Rasiert. Rasiert, ach ja, stimmt. Bisschen geschnitten, aber Make-up regelt. Ja, würde ich auch sagen. Bist du ready? Können wir jetzt dann gleich zur Halle fahren? Haare machen und dann ist ja, stimmt. Ich mache dir noch die Haare und dann ist Ende im Gelände. Dann wird mal zur Halle getrippt. Wir haben jetzt 10 vor 10. Ja. Ich denke, dass wir so halb an der Halle sind. Eine Stunde nach Registrierungsbeginn. Hoffentlich müssen wir da nicht anstehen. Boah, du siehst so deadly aus hier in dem Licht. Das ist so krass. Mit dem Bart jetzt, also ohne Bart. Ja, heftig. Na gut. Bis dann. So, Leute. Wir sind jetzt hier im Auto und es ruckelt. Wir fahren jetzt zur Halle. Wann sind wir da? 17 Minuten. Entspannt. Ich glaube, wir melden uns einfach, wenn wir registriert sind, im Backstage, oder? Ja. Das gleiche. Mein Gesicht friert. Was? Mein Gesicht friert. Warum friert dein Gesicht? Ist kalt. Kein Bart mehr. Bis gleich. So, jetzt sind wir angekommen, sind registriert und eingewogen. Wir hatten ein paar Probleme, aber das haben wir zum Glück bewältigen können. Ich habe zu viel Gewicht gehabt, weil das hier von der Größenordnung, Regelung ein bisschen anders ist, wie es eigentlich gedacht war. Das heißt, ich hatte, was hatte ich zu viel? Ein Kilo zu viel. Bin ich nochmal raus, bin nochmal ein bisschen joggen gegangen. Story, habt ihr das vielleicht gesehen. Und ja, jetzt haben wir das Gewicht und von dem her passt eigentlich alles. Jetzt kann ich ein bisschen laden. Jetzt bin ich schon ein bisschen flacher geworden, aber ja, es geht. Jetzt ein bisschen nachladen und dann wird es gut. Aber jetzt erstmal essen und hinlegen. Beinchen hoch. Besser? Ja. Habt ihr dunkles? Sehr schön. Danach hast du dunkles Make-up. Ja, ich brauch das dunkle nochmal. Nice. Brauchst du besser? Nee, auch gut. Ja. Das ist Nägel. Das ist bei Tatjana passiert. Ja, Vans sind da. Also ist überhaupt nicht. Querstreifen haben wir auch. Fein. Gefährlich, gefährlich. Was gibt's beim Stefans? Scheiße mit scheiß Quark, ey. 500 Gramm, der wird immer mehr ins Maul. Kann man sich auch als Abdichtungsmittel fürs Haus nehmen. Wolltest du wenig Rücken zeigen? Jawohl. Arsch dicht machen. Und nicht den Arsch verdecken. Jawohl. Füll drin nach rechts. Arsch rein. Jawohl, hat er. Und Hohlkreuz. Nach hinten lehnen. Hier. Ja. Filtrierung. Direkt einen Arschstich machen. Luft raus. Und nur das runter. Frontpose? Ja. Wenn du aufbaust und atmen musst, kannst du die Arme verschränken. Mhm. Dann hast du kurz die Möglichkeit, ne? Dann spannst du ein bisschen Bizeps, Brust an, dann wird alle Aufmerksamkeit da drauf gelenkt und du kannst einmal kurz durchatmen.
Wenn du versuchen kannst, dich vielleicht ein bisschen noch nach hier einzudenken, dann bist du insgesamt vom Fluss her ein bisschen. Genau. Wenn du merkst, du kackst ab beim Doppelbizeps im Vakuum, gell, das kann ja passieren, weil du irgendwie keine Luft hast, entweder Luft raus, Bauch anspannen oder neu aufbauen. Okay, Side Chest. Trizeps zeigen dabei. Jawohl. Boah. Arsch rein. Jawohl. Und einen Ticken mehr aufdrehen und rechte Schulter absinken. Genau. Back Double Bicep. Knack. Jawohl. So, also in dem Licht ist es jetzt nicht optimal, ne? Ja, das Licht ist, glaube ich, kacke, ne? Hier in diesen dünnen Streifen hast du so Querstreifen drin. Also das könnte ich. Kann man bei dir Posing lernen? Ja, natürlich. Schreibt mir eine Nachricht auf Instagram, Stefan Patrick Kaiser, und dann geht's los. Online oder persönlich. Ich komme aus Frankfurt. Sehr ja. Gut. Ich verlinke euch den Kanal in der Infobox. Langsam flach, du. Ja. Der brennt wie ein Kernkraftwerk. Und jetzt müssen wir ein bisschen Kohlenhydrate, schnelle Kohlenhydrate und Fett nachgeben. Das eignet sich gut dafür? Breezy's. Genau. Der Ofen läuft auf Hochtouren. Und was sagst du, was wird's? Ja, also jetzt gerade erste. Und dann später, da schauen wir mal, Top 3. Die werden dann bestimmt nachher nochmal vergleichen. Aber der auf dem zweiten gewesen ist, das geht gar nicht. Zwischen 1 und 2 jetzt diesen Patrick, oder wie der heißt, ich weiß nicht, sein Nachnamen jetzt nicht, der ist auch sehr gut, und mal schauen. Ja. Let's go! Jawohl, die Brust, ne, die Brust. Und zweiter Platz. Ich schließe mir das Video jetzt mal ab mit den schönen Medaillen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben, kommentieren oder Fragen stellen oder was auch immer. Und ich freue mich, wenn ihr uns weiterhin auf unseren Weg begleitet. Und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch ein weiteres Vlog sehen wollt von Dennis James oder anderen Wettkämpfen oder anderen Videos, vielleicht von unserem Leben, vom Training, von der Ernährung oder weiterem. Und falls ihr Anfragen fürs Coaching habt, könnt
könnt ihr gerne mir persönlich schreiben, entweder auf Instagram oder per Mail. Und ja, auf Instagram seht ihr eigentlich alle Infos, da könnt ihr auch einfach ein Erstgespräch buchen. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alexandra, los eventos que han pasado.